der Punkt ist halt irgendwie der, dass ich glaube, diese Kombination ist einfach so genial, weil der Glaube selber ja ein Abenteuer ist letztendlich. Er ist ein Abenteuer. Das Weg mit Gott ist ein Abenteuer. Und vor allem, weil es ist ja etwas ist, wo ich nicht selber schon alles vorhinein entscheide, was ich machen werde, wie ich mein Leben kontrollieren will, was dann ziemlich langweilig ist letztendlich. Weil da gibt es dann, natürlich gibt's auch, würde es auch Überraschungen geben, aber nicht in der Art und Weise, wie du, wenn du versuchst, einen Weg mit Gott zu gehen. Das Leben hat ständig Überraschungen, Herausforderungen, neue Wege, neue Abzweige, irgendwelche Sachen, wo du überqueren musst. Daher finde ich eben, ja, also es ist einfach eine geniale Idee, und so mehr ich das jetzt habe reflektieren dürfen in der letzten Zeit und auch jetzt hier auf diese Reise, so mehr denke ich, freue mich echt auf dieses ganze Projekt, weil ich glaube, das kann etwas werden, was ich denke, ich meine, wir meinen, viele Menschen auch helfen kann. Ich habe auch immer wieder gesehen in den letzten Jahren und ja, erfahren, dass die Natur einfach Klarheit auch schenkt im Kopf, im Geist. Wir haben so die letzten ein, zwei Jahre einfach gesehen, dass da auch einen großen, ja, Wunsch oder Sehnsucht gibt von vielen Menschen, die diesen Wunsch nach Natur und Freiheit teilen. Und gleichzeitig auf der Suche sind, auf der Suche nach der Wahrheit im Leben, nach Gott. Lobe den Herrn, meine Seele singt. Und ja, zusammen mit ein paar Jungs und einem Mädel, die ja verschiedene Erfahrungen haben und Fallschirmspringer sind, also sportlich einen guten Background haben, haben wir uns da zusammengefunden. Und letztes Jahr uns in Schladming getroffen und überlegt, ob wir nicht ein Ministry aufbauen können, also ein Programm, das Adventure, Abenteuer und Glaube verbindet. Dann zum Schluss gekommen, dass es zuerst einmal einfach ein gemeinsames Abenteuer braucht. Das war der Fußbiss, oder? Nein. Das ist der Squamish River. Und ich denke, Jesus hat das selber ja gemacht. Er hat ständig in Parabeln gesprochen, in Bildern gesprochen. Er hat einfach die Dinge genommen aus der Natur, das auch die Leute kannten. Nicht ein Feld, ein Baum, das Meer. Also er hat ständig versucht, so über tiefere Dinge zu reden, die aber sichtbar werden oder die man ablesen kann sozusagen anhand von den Dingen, die einfach hier vorhanden sind überall in der Natur, die er auch selber eher geschaffen hat. Punkt für mich war halt einfach eigentlich eine Erfahrung,
wo ich auf dem Klettersteig war mit ein paar Jugendlichen. Und wir sind oben angekommen und dann sagt der Bergführer, wir sind nicht zu weit nach rechts gegangen, sonst wären wir abgestürzt. Wir sind nicht zu weit nach links gegangen, sonst wären wir abgestürzt. Und es war total schwer, hier oben anzukommen. Und alle sagen, ja, war total schwer. Aber es ist auch großartig. Ja, ist großartig. Und dann sagt er, ja, und ihr seid junge Christen. Und ihr versucht, einen geraden Weg mit Jesus zu gehen. Nicht zu weit nach rechts und nicht zu weit nach links. Und es ist manchmal schwer, zu euren Prinzipien zu stehen. Aber es ist doch einfach genial, oder? Und da habe ich gedacht, boah, das hat ja echt Potenzial. Nicht, weil dann ist nicht nur einfach eine theoretische Lehre, sondern es ist etwas, was sie wirklich erfahren und anhand von dieser Erfahrung auch leben können. Einfach, wenn ihr auf rechten Berg, dann läuft ihr langsam auf den Berg. Ja, ganz vorne. Die linke Konsumme. Ja. Jetzt pendelt da aber ein bisschen nach links. Ja. Und ich glaube, er muss auch nicht sehr viel mehr sagen als das in diese 30 Sekunden, weil sie gerade diese Erfahrung gemacht haben mit dem Berg, mit dem Hinaufgehen, mit dieser Mühe. Und so, als diese Idee so langsam entstanden ist mit Abenteuer und Glaube, habe ich einfach gedacht, ja, genial, vielleicht können wir das tun. Und damals in Schladming, wo wir dann am Anfang auch nicht am grünen Zweig wirklich gekommen sind, weil jeder so ein bisschen einen anderen Ansatz hatte. Und dann haben wir gesagt, ja, fangen wir doch einfach mal an mit diesem gemeinsamen Abenteuer. Gemeinsamen Weg und wir sammeln da Erfahrung mehr so eine Art Startup, wo nicht schon alles fixiert sein muss vorher, sondern wir in der Freiheit zu einer gewissen Freiheit auch untereinander, wo wir ehrlich miteinander reden können, austauschen können, wo langsam da etwas entstehen kann. Und ich denke, das ist auch jetzt wirklich gelungen auf diese Reise, diese allererste Reise, wo wir verschiedene Elemente mit eingebaut haben, auch über den Glauben, die tägliche Messe. Halt die Lesung aus dem Buch Exodus, wo wir sozusagen Ägypten und die Götzen von Ägypten verlassen haben. Der Blick auf die Söhne Israels und gab sie ihnen zu erkennen. Mose weidete die Schafe und sie wie seine Schwiegervaters Jethro. Andererseits das echt super Vertrauen von dieser Gruppe zu spüren, die Vertrauen auf dein Können, auf dein Wissen und das Mann den richtigen Weg findet und gehen dir hinterher. Wie wohl ich mich gefühlt habe, zu wissen, dass ich mich auf nach vorne konzentrieren kann, da wir hinten in der Gruppe Stärkere und Schwächere abwechselnd waren und gewusst haben, wenn eine schwierigere Passage war, dass die Stärkeren den Schwächeren helfen. Danke. Hinter den Berg und dann in die Wildnis hineingegangen sind, wie damals auch die Juden das gemacht haben. Meine primäre Motivation, da mitzufahren, war eigentlich Abenteuer zu erleben, in Kanada zu sein. Und glaube, ja, das hat irgendwie so mitgeschwungen und war aber jetzt nicht das zentrale Thema da unbedingt, ja,
die ganze Zeit zu beten, sondern es war wirklich auch, ich wollte in die Wildnis und in die Berge. Das, was mich sehr beeindruckt hat, ich habe am Anfang versucht, beim Gehen in der ersten Woche, auch während dem Gehen ein bisschen zu beten, und es hat einfach null funktioniert, weil mich jetzt fast irgendwo runterkaut. Und dann habe ich gesagt, nein, es geht nicht. Und das, was mir wirklich, ich habe mir so zwei Sachen mitgenommen. Das erste ist, dass ich wirklich, wie soll ich sagen, dass ich das, was ich mache, gut mache und nicht dann 15.000 Sachen gleichzeitig zu machen zu versuchen. Und ich habe immer drei Sachen gleichzeitig im Kopf und mache eigentlich nichts richtig gut. Und ich versuche mir wirklich mitzunehmen, die Dinge, die ich jetzt mache, richtig gut zu machen und das als Gebet zu sehen. Also das ist einfach dann wirklich ein Gebet, einfach gut zu hiken irgendwie, oder wenn wir Messe feiern, wirklich da zu sein bei der Messe. Und wenn wir Abendessen, wirklich da zu sein beim Abendessen und wirklich diese Gemeinschaft zu erleben und nicht gleich versuchen, okay, was machen wir am nächsten Tag, wo gehen wir am nächsten Tag hin, was ist der Plan für den nächsten Tag. Und nicht mehr irgendwie in der Zukunft zu leben oder drei Sachen irgendwie gleichzeitig zu denken, sondern wirklich fokussiert da zu sein und eine Sache nach der anderen machen und die aber wirklich gut machen. Also jetzt bei dem, der noch rechts ist. Kein Video machen, bitte. Und eben, wie ich das gemacht habe, einfach wirklich mich zu konzentrieren aufs Gehen, wenn es zum Gehen war, und wirklich zu beten, wenn Gebetszeiten waren, das war unglaublich tiefe spirituelle Erfahrung. Also wir sind jetzt gerade mit Schneefeld draufgegangen und das war wirklich Wahnsinn, weil man hat dafür vorgespürt, dass die Gruppe zusammenhält. Und auch ich, die mir das jetzt nicht so zugetraut hätte. Es war einfach so geführt auch vom Herrn. Alle haben so mitgeholfen und haben so motiviert, das zu machen. Und ich glaube, es ist einfach ein Wunder, dass wir es alle geschafft haben, ohne dass jemand untergeflogen ist oder dass jemand verletzt wurde. Dass wir jetzt wirklich alle offen sind. Das ist einfach wunderschön, wie es sein. Ist, dass wir und wir als Gruppe wirklich ja zusammengewachsen sein. Weißt du, mein Ding? Ich bin nervig, ich steige mir, was es ist, da unter Wasser ist. Dann ist es aus, oder? Total vorbei. Geht schon? Ja, aber. Komm. Sag mal ein paar Momente, die gar nichts mehr geht. Gemeinschaft worden sind und Freundschaften gebildet haben und dass sie sehr ausgestrahlt hat. Und dass das in der Bibel steht, ja, sie werden euch erkennen an dem, dass ihr einander liebt. Ja. Sehr stark gemerkt, dass wir da einfach als Gruppe, die uns gern haben, die einfach Spaß haben miteinander, vor allem Humor, was ganz was Zentrales. Gewesen bei uns, dass das einfach wirklich ausstrahlt und das ein bisschen einen Unterschied macht und wir so einfach wirklich
da im Powell River so viele nette Leute kennenlernen haben dürfen, die uns so großzügig empfangen haben, die uns Unterkunft gegeben haben, die haben unseren Rins, Rouladen haben uns gekocht, Bier gegeben, alles, was das Herz begehrt. Wir haben einen Sonnenuntergang in einem Whirlpool erleben dürfen. Und wir haben sie aber auch wirklich beschenken können mit dem, dass wir einfach eine Gemeinschaft waren. Und das war eine ganz spezielle Erfahrung für mich, dass man durch Gemeinschaft auch Gott wieder näher bringen kann. Also für mich ein recht schwieriger, aber auch ein sehr lehrreicher Moment war, wie wir den Pass hinuntergegangen sind und dann einfach keinen Weg mehr weitergefunden haben. Und ich glaube, wir haben sicher eine Stunde lang gesucht und es war einfach zu gefährlich, links und rechts Felsen, lockere Steine. Und wir haben uns einfach nicht getraut, dass wir da mit der ganzen Gruppe runtergehen. Und dann sind wir eben wieder raufgegangen. Und da vor der Church steht, ich glaube, dass wir uns von dem Hubschrauber runterfliegen lassen, wo ich am Anfang voll dagegen war. Aber wie ich dann raufgekommen bin zu den anderen, das war glaube ich der Letzte, der raufgekommen ist, habe ich gesehen, wie die Gruppe einfach so eine unglaubliche positive Energie ausstrahlt, so eine Freude und sich gegenseitig anstecken lässt, wie sie sich einfach gegenseitig motivieren. Und da habe ich gespürt, dass der Herr schon ganz klar in uns anwesend ist. Und dass er mit uns ist auf der Reise. Und ja, das war für mich das Schwierigste, aber sicher auch einer von den schönsten Momenten in der Reise. Halleluja, 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 Halleluja. Sind so Lektionen wie heute gut, das anzuerkennen, nicht, dass wir sagen, nein, es gibt einen viel besseren Plan, das Gott im Sinn hat, wenn wir einfach ihn jetzt machen lassen und nicht unsere Ideen durchboxen. Ja. Also das ist meine geistige Lektion von heute gewesen. So ein bisschen. Ich war auf der Kanada-Expedition dabei. Und ich möchte heute ein bisschen was darüber erzählen, aus der Sicht eines nicht religiösen Menschen, aus welche Erfahrungen ich da gemacht habe. Zunächst einmal, es war ziemlich viel wurde gebetet. Das kannte ich so überhaupt nicht. Also ich habe die Messe schon mal besucht, aber das war doch recht häufig für mich. Manchmal konnte ich mich besser konzentrieren, dann gab es wieder Momente, da hat es nicht so gut geklappt. Alles in allem kann ich so als Resümee sagen, dass durch die Gruppe, dass da sehr viel Liebe in der Luft lag, die meiste Zeit. Das hat mich sehr überwältigt und ich hatte das Gefühl, dass das irgendwie, dass da sehr viel Kraft dahinter steckt. In tausend Jahren, in Ewigkeit, komm und lobe den Herrn, meine Seele singt, bitte den König. Also ich glaube, wäre diese Expedition nicht im Namen des Glaubens passiert, wäre das diese enorme Kraft gar nicht zur Geltung gekommen. Konnte man das sehr gut sehen, wenn wir mit anderen Leuten in Kontakt getreten sind, dass wir die einfach sehr berührt haben. Und ja, es war einfach super schön, einfach zu sehen, dass sich jeder liebt. Oh, who we are and where do you come from? And where do you come from? We always tell them. We always tell them. We are from John Paul. We are from John Paul. And if they can hear us. And if they can hear us. We sing a little louder. We sing a little louder. Everywhere we go. Dass jeder gern hat, das war sehr authentisch und das war
eine sehr schöne Erfahrung für mich. Und einfach, ja, dass die Leute mir da ein bisschen geholfen haben zu verstehen, was ihr Glaube für sie bedeutet, dass ich da Ansprechpartner hatte. Das hat mir schon sehr gut gefallen. Danke. Ich habe eigentlich schon, seit ich ca. 7 oder 8 Jahre bin, davon geträumt, ein Abenteuer zu erleben. Also ich habe mir das vorgestellt, dass ich so mit 1, 2 anderen Leuten durch einen Wald streife, ohne irgendwelche Sachen dabei zu haben und einfach nur die Wildnis kennenlernen. Eigentlich bin ich nicht davon ausgegangen, dass ich jemals wirklich an einer Expedition oder einem Abenteuer teilhaben darf. Und ich darf jetzt ganz kurz sagen, wo ich einfach die Verbindung sehe zwischen Abenteuer und Glauben oder Fate und Adventure. Derjenige saß halt unten an der unteren Bank, hat die Ski angezogen und dann hat jemand von dort drüben lassomäßig das Seil geschmissen. Für mich ist irgendwie ganz offensichtlich, es ist der Weg, der gemeinsam ist. Also wir hatten einen konkreten Weg, den wir zurückgelegt haben. Und das ist auch im Glaubensleben so, dass man einfach immer vorangeht und dass man ein Ziel vor Augen hat. Man kann nicht immer wissen, was der nächste Schritt ist oder wie die nächste Biegung ist, wo der nächste Baum kommt, der nächste Busch, wo eine Wasserschnelle ist, die zu überqueren ist. Und auch das ist im Leben so, im geistigen Leben so, man kann sich zwar vorbereiten durch Training oder so, aber trotzdem weiß man nicht, wann dann diese schwierigen Phasen kommen, wo man dann einfach ganz konkret wieder auf Gott vertrauen muss. Und das war für mich auch irgendwie, glaube ich, das Wichtigste, einfach dieses im Vertrauen zu reifen, einfach zu wissen, in jedem Moment, der schwierig wird, kann man sich einfach direkt an Gott wenden. Ja, für mich war so ein Powersatz, Gott will, dass dein Leben ein Abenteuer ist, aber dafür musst du bereit sein, das Gewohnte loszulassen. Ja, was diese Reise für mich einfach so extrem besonders gemacht hat, ist, dass wir eine betende Gruppe waren. Also wir waren nicht nur Leute, die einfach das Abenteuer gesucht haben, die Wildnis gesucht haben, irgendwie sich einfach so körperlich oder mental challengen wollten, sondern wir waren wirklich eine Gruppe von Christen, die Gott lieben und suchen. Und das hat man einfach total stark gemerkt. Also wir hatten jeden Tag eine heilige Messe. Morgenlob und Abendlob gemeinsam, und da hat man einfach eine total starke Einheit spüren können. Das war auch wirklich für mich wirklich lebbar, eine Kraftquelle. Und was uns als Gruppe einfach auch total gestärkt hat, ich glaube, dass es sehr viele Punkte gegeben hat, die wir einfach ein starkes Konfliktpotenzial auch geboten haben. Sascha, gib's die Seite, bitte. Und ich
glaube, dass es wirklich der Geist Gottes war und dieses Gebet, das wir gemeinsam hatten, das da eigentlich uns zu so einer harmonischen Gruppe gemacht hat, dass einfach dieses Gebet einfach auch uns Frieden und Freude und Kraft geschenkt hat. Also für mich war das wirklich die Stärkung des Tages, immer dieses gemeinsame Gebeten, was mich total fasziniert hat, was voll schön war für mich, war einfach auch zu erleben, dass Leute ganz spontan dann angefangen haben, Lobpreis zu machen oder wenn es jemandem schlecht gegangen ist, wie gesagt haben, hey, komm beten für den, und es war einfach so ungezwungen und so frei. Diese Sehnsucht da, einfach alles mit Gott und im Gebet einfach zu erleben und einfach uns von Gott tragen zu lassen und auch füreinander einstehen, Gott zu preisen. Ja, es war dann auch irgendwie sehr schön, wenn andere einfach dankbar waren dafür, wie wir gebetet haben und gesagt haben, sie haben auch einfach Gott spüren können oder erleben können durch unser Gebet in der Gemeinschaft. Also dieses Feedback haben wir dann auch in Powell River bekommen und einmal haben wir am Abend dann noch gemeinsam eigentlich recht spontan noch gesungen, da haben wir die komplett irgendwie mehrstimmig gesungen und dann noch ein paar andere Lieder einfach. War noch ein Sei unser Heil, O Herr, wenn wir wachen, und unser Schutz, wenn wir schlafen. Gruppe von Leuten, die dann noch zusammen gestanden ist und gesungen hat. Und am nächsten Tag, da waren ein paar Kreuzfahrtschiffe in dieser Bucht auch, hat sich ein paar dann bei uns bedankt und gesagt, es war so schön, wie wir gesungen haben. Und das war wirklich das, was für mich einfach diese Reise so total besonders gemacht hat oder einfach so wertvoll und so schön, weil es einfach viel mehr war als ein gemeinsamer Abenteuertrip, sondern es war wirklich ein gemeinsamer Weg hin zu Gott und mit ihm. Ja, und dafür bin ich total dankbar. Wenn wir irgendwie durch Erfahrungen etwas über den Glauben auch vermitteln können, es irgendwie kombinieren können. Und das war ein bisschen mein Ansatz. Ich weiß nicht jetzt, wie es für den Clemens war. Ein Lachs! Und ja, meine Wenigkeit, die ungefähr 20 Jahre älter bin als alle anderen. Und da war halt der Gedanke, was können wir machen? Und letztendlich, wir saßen den ganzen Tag da und den ganzen Abend da und wir kamen auf keinen grünen Zweig. Und am Ende haben wir gesagt, statt das alles jetzt irgendwie versuchen, schon alles vorzuprogrammieren, dass ein perfektes Produkt da entsteht, warum machen wir irgendwie mit Reisen und dann schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Und so hat das halt angefangen, nicht? Da waren wir dann, ja, mehr gab es auch so Seitenprojekte, wie unsere Fahrt in der Schweiz mit 4000 Meter Bergmesse und minus 20 Grad. Und das ist unsere erste große Reise jetzt hier in Kanada. Genial, dass das zusammengekommen ist, dass so viele Menschen so viel Interesse hatten. Und ich hoffe, dass das auch jetzt ein bisschen entsteht, nicht diese Kombination, dass man die wunderschöne Natur genießen kann.
Herausforderungen, die auch diese Natur mit sich bringt, die wir einige hatten auf dieser Reise. Zugleich aber auch tiefer gehen können im Glauben. Und ja, weiß nicht, was ich mehr sagen soll dazu, aber ich finde es einfach genial und ich hoffe, dass es nicht, oder bin mir eigentlich ziemlich sicher jetzt, dass es nicht das Letzte sein wird, was wir machen. Jetzt drehen! Sie ist gerade in Trauer. Ja.